Wollt ihr gut in den Tag starten? Dann lasst uns über Haferflocken sprechen und warum sie auf eurem Frühstückstisch landen sollten. Haferflocken stecken voller Ballaststoffe, die eure Verdauung gesund und regelmäßig halten. Außerdem sind sie eine hervorragende Quelle für Vitamine und Mineralien wie Magnesium und Eisen, die eure Energie den ganzen Tag über aufrechterhalten. Aber Moment, es kommt noch besser. Haferflocken enthalten Beta-Glucan, eine Art von Ballaststoffen, die helfen können, den Cholesterinspiegel zu senken. Und für alle Fitnessstudio-Gänger, die komplexen Kohlenhydrate in Haferflocken sorgen für eine langsame Energiefreisetzung, perfekt für lange Trainingseinheiten. Also, wie viel solltet ihr täglich essen? Experten empfehlen eine halbe Tasse trockene Haferflocken, die gekocht etwa eine Tasse ergeben. Das ist die perfekte Menge, um alle gesundheitlichen Vorteile zu genießen, ohne es zu übertreiben. Denkt daran, weniger ist mehr, auch bei Haferflocken. Also nehmt Haferflocken in eure Ernährung auf und spürt den Unterschied. Bleibt gesund. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.